Willkommen zurück und weiter geht die böse Fahrt. Ich glaube, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level. Wobei, da hinten sieht eventuell wieder aus wie so ein Bonus-Level. Naja, wir halten die Augen offen. Großfürstentum Goldbucht. Ein mächtiger Rivale, Keeper Malachai, hat dem frömmelnden Großfürsten Brabelsen die Herrschaft über dieses Land entrissen. Doch obwohl ihr rätselhafter Führer nun tot ist, versuchen irgendwelche Hilfshelden immer noch, sein Reich trotzdem zusammenzuhalten. Okay. Kein Wesen auf dieser Ebene gehorcht euch und niemand denkt daran, Helden zu erschlagen. Ihr müsst bescheiden sein und nehmen, was ihr kriegen könnt, wo immer es auch sein mag, in den umliegenden Höhlen. Der Geruch von Tod könnte die Untoten anlocken. Friedhof. Sehr nett, aber dass kein Wesen auf mich hört. Ein paar Skelette sind ganz praktisch, um dem Gegner Angst zu machen. Aber ihr werdet auch noch ein paar stärkere Geschöpfe brauchen, bevor ihr euren Hauptangriff startet. Ja, wohl wahr. Ich glaube, es heißt schlicht und ergreifend hier nur, dass man kein Portal bekommt. Und das schüttet gerade bei uns. Oh, jemine. Ich hoffe, das hört man nicht im Let's Play. Das wäre dezent schlecht. So, wir können aber unsere Skelette ausbilden. Kommt her, ihr Skelette, und rüstet euch. Euer Trainingsraum ist noch nicht einsatzbereit. Ihr müsst ihn vergrößern. Ja, da fehlt noch diese Mauer, die weg muss. Die Mauer muss weg. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Na, Mist. Blödes Ding macht das Teil jetzt ganz. Geht doch. Man ist in euren Dungeon eingedrungen. Oi, oi. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Ihr dreckigen kleinen Mistviecher. Was für eine Blage. Mal sehen, wo ich jetzt einen Friedhof herkriege. Der Friedhof. Hier werden die Leichen der Toten hingebracht, um zu verrotten. In ihren unmarkierten Gräbern sind sie ein Festschmaus für die örtlichen Vampire. Ja, Kerker und Leichen haben wir noch was. Das ich mir bauen könnte. Bräuchte aber auch erstmal noch ein bisschen Gold. Ha, und da kriegen wir schon einen Friedhof. Ihr erbeutet einen Friedhof. Der Friedhof.
Hier werden die Leichen der Toten hingebracht, um zu verrotten. In ihren unmarkierten Gräbern sind sie ein Festschmaus für die örtlichen Vampire. Geil, jedes Grab hat sein eigenes verrottendes Vieh, alles klar. Dann habe ich ja hier theoretisch genug Platz noch für ein kleines, aber feines Kerkerchen. Die, die sterben, werden dann zum Friedhof transportiert und die, die so sterben und zu Skeletten werden, werden zu Skeletten. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Ein Vampir erhebt sich aus den Gräbern. Ein Monster, das selbst den Tod überlistet hat. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Okay, Vampire brauchen einen Schlafsaal. Das ist mir neu. Brauchen die denn dann auch eine Hühnerfarm? Man weiß es nicht, man wird es rausfinden. Auf jeden Fall brauchen sie einen Schlafplatz. Brauchen wir hier eindeutig zu lange. Platz für einen Hühnerstall habe ich sogar auch gefunden. Das hier soll jetzt aber mein Kerker sein. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ach, was für eine Lache. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr schön. So, ich möchte noch den kompletten Rest an Gold da einsammeln und mich erstmal noch ein bisschen trainieren. Nee, 3 auf 3 brauche ich, glaube ich, damit so ein Teil funktioniert. Das heißt, da geht auch nichts. Schade. Skelette regenerieren sich, glaube ich, auch nicht. Das heißt, ich muss sie heilen. Oh, was ein Dreck. Sollen wir mal angreifen? Boah, warum nicht? Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Thank you.
Und Symbiose. Kommt herbei, Skelettarmee. Wir gehen jetzt ein bisschen. Bisschen uns feiern. Stirb, Elender. Ja, awesome. Ach ja, wie schön. Komm, mach das Tor auf. Wir wissen, was dahinter ist. Oh, Vorsicht. Da kommen sie. Kleine Giftzwerge. Hell yeah! Es ist Zahltag. Ein Skelettarmee ist awesome. Die machen echt gut Schaden. Sagen, was du willst, die machen richtig gut Schaden. So, dann gebe ich euch jetzt mal wieder ein bisschen Heilung. Oh, ein paar sind aber auch gestorben. So, haben wir jetzt alles? Da waren noch die Kanonen kaputt. Sind die ja so oder auch relativ awesome. Gar nicht gedacht, dass Skelette theoretisch so viel aushalten. Ist nur dumm, was ihren Gesundheitszustand aussagt. Ah, der ist nämlich nicht hoch. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Na, das ist doch mal schön. Ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Schön, schön. Vampir, nur her damit. Und ich schaue mich schon mal ein bisschen weiter um. Bis zum Meer. Von da aus verlasse ich es wieder. So. Was haben wir denn da? Heilt alle Geschöpfe in euren Diensten. Wäre teilweise sogar gar nicht verkehrt. Mach mal. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Sammelt die Toten, sammelt die Lebenden. Bringt sie zu ihren Plätzen.